So, nach langer, sehr langer Zeit kommt mal wieder ein ganz normales Fortnite-Video. Und ihr seht schon, worum geht es, um den Monarchen, beziehungsweise wie man den Skin halt in Gold bekommt. Dürfte eigentlich jedem klar sein, man muss halt insgesamt die 28 Aufträge abschließen. Die nächsten Aufträge werden jetzt die Woche, oder? Ne, nächste Woche, warte. In 2 Tagen und 21 Stunden, also was haben wir heute, Montag? Dienstag, Mittwoch, also am Donnerstag werden die nächsten kommen und dann werden wir den Skin auch spielen können in Gold. Also, ihr seht es an meinem Level, ich habe ja Fortnite diese Season so gut wie gar nicht gespielt. Am Anfang ziemlich viel, würde ich sagen, aber dann wieder eine ganz lange Pause gemacht. Und von daher lohnt sich das Paket auf jeden Fall, wenn einem der Skin natürlich auch noch gefällt. Aber wir können noch mal ganz kurz in den Spind gehen, gucken uns das Ganze noch mal genauer an. Wenn wir nämlich hier auf den Golden Skin gehen, sieht man, dass der erst verfügbar ist ab genau dem 10. März. Und heute haben wir den 7. Heißt also, wenn du am Donnerstag hingehst, schließt die restlichen 7 Aufträge ab, werden wir den wir dann schon in Gold spielen können. Und ich würde behaupten, er lässt sich sehen. Also auch in-game ist es schon nice, gerade auch schon mit dem Rückenaccessoire. Ich gucke mal gerade, wo ich es habe. Hier sehen wir es auch schon. Also das Rückenaccessoire ist auch schon nice. Also der Skin auch nicht mehr dieses klassische Midas-Gold, finde ich. Sondern halt dieser leichte Schleier hat auf jeden Fall was. Hat auf jeden Fall was. Und wie gesagt, auf der Map seht ihr immer ziemlich simpel, wo der ganze Kram versteckt ist. Also wenn die Aufgaben da sind, gehst du einfach, markierst hier, gehst hier rein, markierst, zack, da ist der nächste Auftrag. Und dann seht ihr, wenn ihr in eine Solo-Runde reingeht, genau da ist auch schon die Markierung da. Ihr braucht dann nicht nochmal suchen. Und so werdet ihr auch die Level finden. Also ich sage, die 21 Level ganz easy gefunden. Aber schreibt es mal in die Kommentare, soll ich halt zu jedem wieder ein einzelnes Video machen? Ich habe einfach Bock, wieder YouTube zu machen. Ich weiß nicht, streamen ist zwar auch alles schön und gut, ist halt live, klar. Aber irgendwie habe ich wieder Lust. Also, wenn ihr einen Support da lassen wollt, ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Denkt dran, Item Shop. Der eine oder andere behauptet ja, er hat meinen Creator Code drin, aber ich kann es immer noch sehen. Creator Code ist YT-FamilyHack. Der Name hat sich ein bisschen geändert. Guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung. Aber ich denke mal, die meisten werden mich immer noch unter YT-FamilyHack finden. Weil ich gucke mal gerade, ob das hier auch ist, weil an der Konsole ist der Name zum Beispiel ganz anders. Ah, hier seht ihr es. PC-Spieler finden mich unter Twitch TV Card 86. Dann PlayStation-Spieler finden mich unter YT-FamilyHack. Xbox-Spieler finden mich unter FamilyHack, aber ohne K. Also ist ganz wild. Also in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich gucke mal, was ich sonst noch so für euch alles so rausfinde. Duo Cup ist auch. Also live gehen werde ich auf jeden Fall. Mal gucken, mit wem ich den spiele. Vielleicht spiele ich noch mit. Ach ne, mit meinem Sohn geht gar nicht. Na gut, irgendeiner wird sich schon finden. Also in dem Sinne, haut rein.